Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. Er schuf ihn als sein Ebenbild. 1. Mose 1, 27. Schauen wir mal links und rechts. Gott schuf dich als sein Ebenbild. Links und rechts neben euch sitzen Menschen. Gott schuf dich nach seinem Ebenbild. Innerlich denkt jetzt vielleicht so mancher, das kann eigentlich nicht sein. Nee, also ich stelle mir Gott anders vor. Ja, ich glaube, wir können uns Gott nicht vorstellen, aber wir dürfen an dieses Wort glauben, dass er wirklich bei der Schöpfung wirklich das Ebenbild vor Augen hatte. Dein Verstand zeichnet dir ein Bild mit den Farben, die du deinem Verstand gibst. Wenn du in Depressionen lebst, wenn du in Depressionen bist, ist das Bild manchmal so richtig, ja, grau. Wenn du gerade den Weltmeistertitel im Käsekuchenbacken gewonnen hast, dann ist die Welt farbig, dann ist die Welt bunt und so weiter. Welches Bild hast du von dir selbst? Gott möchte uns in eine innere Freiheit führen. Wisst ihr, eine innere Freiheit ist das, was wir wirklich brauchen. Und dazu müssen wir wirklich ein gesundes Selbstbild von uns haben. Es ist eine Gratwanderung zwischen einem gesunden Selbstbild und ich bin der Beste. Ja, aber ein gesundes Selbstbild von dir, und da brauchen wir Vergleiche. In der Welt, manche vergleichen sich mit Stars und ich möchte so werden wie ein Star und vergleichen sich mit berühmten Persönlichkeiten, erfolgreichen Verwandten oder so. Aber ich glaube, der beste Vergleich, um sein Selbstbild zu begreifen, ist der Vergleich mit der Bibel, was Jesus von dir sagt. Wann hast du zum letzten Mal Fotos geschaut? Wer hat schon Fotos? Also mittlerweile hat man sie ja auf dem Handy und da kommen dann die schönsten Bilder und dann tut man in die Social Medias tut man die Bilder rein, die ganz toll sind, und so die einzelnen Facebook-Bilder, wo als Erkennungsbild oben drin sind, da meinst du manchmal, es gibt nur Models. Da sind die Leute mit dem schönsten Gesicht drauf, da mit der schönsten Situation sind sie drauf, aber da ist auch viel Schein. Wir wissen, dass uns nicht immer so geht, wie wir auf Facebook uns posten oder Instagram uns posten. Aber wir schauen gerne Bilder an, ganz besonders emotionale, und ich habe hier unsere jüngste Sekretärin mitgebracht. Ist unser kleines Engelchen, die Adaya, und das ist so ein Sonnenschein. Die hat keine Probleme mit der Weltwirtschaft, die hat keine Probleme mit Ölmangel, höchstens mit Milchmangel, aber wisst ihr, mir gefallen diese Babys, das sieht man noch so richtig an, die haben keine Sorgen. Außer wenn sie brüllen, aber ich glaube, das ist weniger Sorgen, sondern das ist die ganze Entwicklung auch. Aber ist das so ein Sonnenschein? Jetzt, du brauchst keine Hände hochhalten, aber wer fühlt sich innerlich so wie dieses Bild? So, alles gut, keine Probleme. Also Mann ist gut, Frau ist gut, das Gehalt ist gut, alles ist total in Ordnung. Leute, was habt ihr für Probleme in dieser Welt? Ja. Aber das ist auch ein Bild. Und äußerlich, ihr Lieben, Äußerlichkeiten haben bei uns oftmals so einen hohen Stellenwert. Was hat er an, was und so weiter. Nein, wisst ihr, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. So sieht mich der deutsche Staat. Ja, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich mache ein Magazin als Titelbild und nimm dieses Bild und schreib darunter, Jesus liebt alle Menschen. Dann bekommst du Response und heißt, ja, du hast es am meisten nötig.
Ja, aber ihr wisst ja, wenn man ein Passbild macht und lacht, dann macht man ein neues, weil man darf nicht lachen. Und wenn du mal mit nach Israel fliegst, dann sind ja diese in Deutschland schon diese automatischen Schleusen. Du legst deinen Pass drauf und musst in die Kamera schauen. Ich habe herausgefunden, je böser du reinschaust, desto schneller kommst du durch. Wirklich, ich habe mal gelächelt, hat er nicht mögen, er hat nicht aufgemacht. Ja, aber das ist das, was wir wirklich erleben. Und ich sage dir, hast du ein gesundes Bild von dir? Ein gesundes Bild, nicht so ein Barbie-Bild, wisst ihr, was gibt's für Männer, Superstar oder wie heißt der? Die großen Stars und nein, ein gesundes Bild von dir. Die Frage ist, worauf gründest du dein Selbstbild? Ich habe es vorher schon gesagt. Ja, woran machst du deine Identität fest? Ja, das und ja, jenes, hab das gelernt und so weiter. Schaust du auf deine Herkunft? Ja, aus mir kann ja nicht viel werden, wie Mose zum Beispiel, ach ja, von einer Hebräerin und verfolgt und so weiter. Und was ist Mose eigentlich geworden? Ja, oder dein finanzieller Status. Ist das dein Bild? Und oftmals ist eine Not, zeichnet sich auch auf dem Gesicht ab. Aber ist vielleicht auch deine Bildung praktisch die Grundlage deines Bildes? Schaust du auf den, der dich geschaffen hat? Wow, also wir bekommen ja, wenn wir durch die Straßen gehen, laufen, fahren oder irgendwo in den Medien unterwegs sind, wir bekommen immer wieder Bilder gezeigt. Bilder, Bilder. Und die meisten Bilder von der Werbung sind ja so, dass sie sich dich ansprechen sollen. Ich will werden wie der oder die. Ich will diese weißen Zähne von dieser Frau. Ich will diese nicht kribbelnden Füße von diesem Rentner und so weiter. Ich möchte das und möchte jenes, das. Das kommt ja alles rüber über die Werbung. Das Bild, das du von dir hast, beeinflusst aber dein Denken. Ach, ich bin doch nichts, keiner will was von mir. Das beeinflusst dein Denken und auch dein Reden. Ja, also ich mache da nichts mehr, ich bin in Rente und ich mache da überhaupt nichts mehr. Und es beeinflusst auch dein Denken. Handeln. Wenn du nicht das Bild von dir hast, wie es in der Bibel steht, es beeinflusst auch dein Handeln. Und wenn du es hast, wie es in der Bibel steht, auch. Weil dann handelst du wirklich nach der Bibel, wo ich sage, normaler Mensch, nicht irgendwo religiöser Mensch. Dein Verstand zeichnet ein Bild von dir mit den Farben, denen du ihm gibst. Welche Farben hast du in der Hand? Welches Bild malst du von dir? Und ich habe hier zwei Bilder von unserer Tochter Deborah malen lassen. Welches Bild malst du von dir? Nimmst du deine Graustifte und sagst, ja, Nachtschwarz, Gehweggrau, Betongrau, Anthrazit, vom Sockel und so verschiedene Graufarben und malst dein Bild und sagst, ja, also das sieht ja noch ganz ordentlich aus. Und das ist eigentlich so, wie ich mich fühle. Das ist so, wie ich die Realität verspüre. Ich sehe mich unbedeutend, ich sehe mich unattraktiv, ich sehe mich krank, ich sehe mich als Versager. Ja, und du sagst, das ist doch meine Realität. Das kann sein, dass du dein Lebensbild selbst so gezeichnet hast und ja, und dann so, wisst ihr, so dann die Falten und so weiter. Ich meine jetzt nicht dein physikalisches Bild. Wenn man älter wird, dann kommen Falten, das ist klar, aber dein Bild, wie dich Gott sieht, sieht nicht so aus mit Falten und. Nein, sondern
Gott hat uns Farben in unser Leben gegeben. Erlösung ist farbenfroh. Ja, fünftig meinen das auch. Erlösung ist farbenfroh und das sind doch ganz andere Farben. Und dann kann ich ein ganz anderes Bild malen. Und nimm wirklich die Farben der Erlösung und male das Bild von deinem Leben. Male das Bild von deinem Leben in deinen Verstand. Es gibt ein paar Künstler, die können das auch auf Papier malen. Aber in deinem Verstand, das können wir alle, weil wir malen alle unser eigenes Bild in unseren Verstand. Wir lassen uns beeinflussen von so vielen Dingen, ich habe es euch vorher gesagt. Mit den leuchtenden Farben darfst du dein Bild malen und sagen, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Das ist ein Bild. Wisst ihr, ja, jetzt fällt mir ein, dass die Person Superman, meine ich, ja, Superman, ja. Ja, man kann sich als Superman malen und das Symbol gibt ja T-Shirts und die Kinder haben es manchmal so an, Superman und das Ganze, was Superman braucht. Das Bild kannst du dir malen. Ich sag dir, du bist jetzt nicht der Superman, und der, den es da in der Werbung gibt und in den Filmen, sondern du bist Kind des Königs. Das heißt es nicht, dass du eine Krone brauchst, also bildlich so eine Krone und so einen langen Mantel, sagst, ach, so kannst du doch heute nicht mehr rumlaufen. Nein, ihr Lieben, Kind des Königs, ein Bild von dir, wo du sagst, ich bin geliebt. Und wenn jemand begreift, dass er geliebt ist, verändert sich das Gesicht. Ja. Wisst ihr, was schlimm ist? Wenn dir jemand sagt, du bist doch Christ, lächel doch mal. Nein, ich sehe ganz deutlich, wenn ich, wir sind ja im Fernsehen unterwegs, da siehst du ganz deutlich, wie viel Christ in so vielen Menschen drin sind. Die müssen nicht unbedingt lächeln, aber du siehst, dass da Liebe Gottes drin ist. Und das ist das, was wir brauchen. Ja, du darfst auch sagen, mit deinen Farben, die dir Gott gegeben hat für dein Leben, ich bin mit Freude, mit Freude Gottes erfüllt. Ich bin gerettet. Wisst ihr, jemand, der aus dem Rhein gerettet wurde, rennt nicht auf die Retter los und sagt, hättest du mich doch da drin gelassen. Sondern der sagt, danke, danke, ich mache ein Fest und dann feiern wir und so weiter. Ja, die Frage ist, stimmt dein Bild mit Gottes Wahrheit überein? Mit der Wahrheit, die du in der Bibel findest. Ich habe dich je geliebt. Ich habe dich schon immer geliebt. Stimmt dieses Bild mit deinem Bild überein? Oder bist du von deinen Situationen oder deiner Situation in deinem Haus oder wo du bist, so beeinflusst, dass du nur noch Hass und Wut spürst und sagst, ich lese aber jeden Tag in der Bibel. Ja, stimmt das Bild wirklich überein? In seiner Wahrheit darfst du sagen, ich bin geschaffen nach dem Bilde Gottes. Mit dem haben wir angefangen. Ich bin geschaffen nach dem Bilde Gottes. Und dein inneres Bild von dir, es soll das widerspiegeln. Nicht aus Zwang. Ich muss mich jetzt anstrengen, lieblich zu schauen und so weiter. Nein, es kommt ganz einfach von selbst rüber, wenn es drin ist. Was drin ist, kommt auch raus. Gott hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Und er möchte immer mehr, dass sein Charakter bei dir durchbricht. Durchbricht. Bei deinem Aldi, Lidl, Netto, Penny, wenn 4 Kassenlinien voll sind, es dir pressiert, der hinter dir in die Fersen fährt, bricht's da so richtig durch?
Wisst ihr, oder wie gestern passiert auf der Autobahn, dreispurig, alles tuckert so vor sich hin, weil viel Verkehr ist. Hinten dran einer, dann auf der rechten Spur vor, wieder links rüber, nochmal links rüber und dann irgendwo ganz rechts rüber. Und dann kannst du ihn ja wieder überholen, weil irgendwann verlieren die auch die Lust. Aber versteht ihr, was geht in dir da ab? Oh, wenn ich dich kriege, üh nicht uns. Nein. Ja, für Jesus bist du ein unbezahlbarer Schatz. Ich habe einen Schatz, meine Frau selbstverständlich auch unbezahlbar. Aber für Jesus bist du ein unbezahlbarer Schatz. Ich doch nicht, in meinem Alter und ich habe doch für Jesus nichts groß getan und so weiter. Doch, du bist ein unbezahlbarer Schatz. Trotz deinen Schwächen, trotz deiner Fehler. Du bist unbezahlbar. Gott liebt dich bedingungslos. Bedingungslos. Nicht jetzt, wisst ihr, auf der Welt ist es so, mach mal erst das. In Deutschland erstmal ein Antragsformular mit Anlage und so weiter. Füll das erstmal aus und finde den, der es entgegennimmt. Also so geht, nein, das ist bei Gott gar nicht. Du bist mal bedingungslos geliebt und das ist einzigartig. Gott liebt dich bedingungslos, nicht wegen deiner Leistung. Und du bist eine einzigartige Schöpfung, einzigartig. Und wenn ihr euch vorher angeschaut habt und gesagt habt, kann gar nicht sein, dass ich aussehe wie Gott, weil jeder anders aussieht, das ist das Geheimnis. Das werden wir einmal in der Ewigkeit sehen, was damit auch gemeint ist. Deine Vergangenheit definiert nicht dein Wert. Oh Gott, ich habe so viel Mist gebaut. Das kann nicht sein, dass du mich liebst. Das kann nicht sein, dass das wirklich ich vor dir so wertgeschätzt bin. Ja, schaut mal eine Perle an. Eine Perle. Oder letzt habe ich im Radio gehört, da ist jemand gestorben. Jemand ganz Armes und die Verwandten haben die Entrümpelungsfirma bestellt, um die Wohnung zu räumen. Und die Entrümpelungsfirma hat 25.000 Euro Gold gefunden. Ja, jetzt was zählt, das Arme oder das Gold? Und wisst ihr, das Gold ist Gold geblieben. Egal, was diese Frau gemacht hat in ihrem Leben und wie viel sie gesündigt hat und was sie alles falsch gemacht hat, das Gold ist da. Und so existierst auch du vor Gott. Du bist ein Wert, egal was du zunächst mal machst. Es ist klar, dass Sünde Sünde ist und von Gott trennt. Das ist klar, aber wir können da Vergebung bekommen. Gottes Kraft wirkt in dir. Wie kannst du dein Selbstbild verändern? Ja, hier mit den Farbstiften können wir schnell mal drin rummalen, aber genauso in deinem Verstand. Finde heraus, mit Gottes Wort, finde heraus, was Gott über dich denkt. Nicht dein Nachbar, das ist verkehrt. Was Gott über dich denkt und er hat nur Liebesabsichten mit dir. Und wisst ihr, ich weiß, ich habe eine Predigt am Bachkrit wo der Elia, Herr, ich habe das und ich habe jenes. Und Gott hat ihm immer wieder gesagt, geh weiter, mach was Neues, ich bin mit dir. Oh, aber Gott, ich habe doch so viel Dings und das und ich habe wirklich das Leben satt. Und Gott hat nicht gesagt, ich verstehe dich, sondern mach das und geh weiter, ich bin mit dir. Und das sagt er auch zu dir. Amen. Stimme mit Gott überein. Seine Farbstifte zeichnen dich als Überwinder, als Sieger, als Retter. Und wisst ihr, es gibt so viele Farben, so viele Farben. Ja, als Geliebter, ich habe es gesagt, Überwinder, Gerettete. Ja, als von Gott ganz persönlich geliebt
und so weiter. Die ganze Bandbreite, viel mehr, wie ich hier Farbstifte in der Hand habe. So darfst du das Bild von dir in deinem Verstand malen. Ja, nicht deine Schwachheit soll dich regieren. Nein, sondern Gottes Kraft. In 2. Korinther 12, 9 heißt es, verlass dich ganz auf meine Gnade. Wisst ihr, was Gnade heißt? Das heißt, unverdient bekomme was. Verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Das ist doch ein Bibelwort für uns, oder? Also nicht Superman, sondern Gottes Kind. Wisst ihr, das ist ein Unterschied. Superman meint selber, kann alles, der Größte. Ein Gotteskind sagt, ich kann alles durch ihn. Das ist der große Unterschied. Auch zu Esoterik und was auch sonst noch gibt. Das nicht such deine Kraft in dir, sondern such Gottes Kraft in dir. Das ist ein Unterschied, klingt fast gleich, ist ganz kleine Nuance mit einem Riesenunterschied. Lass dich nicht von deinen Umständen einschränken. Und ich sag dir, mit meinem Gott kannst du über Mauern springen. Ihr dürft auch die Tür benutzen heute, aber mit meinem Gott kannst du über Mauern springen. Schau nicht durch deine Sorgenbrille. Wisst ihr, die Sorgenbrille, was da alles draufsteht, ach ja, ach, schau mal da. Und da ist alles grau und alles so verwaschen und ach ja, ich mag überhaupt nicht mehr. Ich sag dir, schau in den Spiegel Gottes, sei ein Reflektor der Herrlichkeit Gottes. Da kommt was rüber. Da kommt was rüber. Und dann kannst du wirklich aus diesem Bild sagst du, das ist nicht die Realität. Das ist vielleicht die Realität, was dein Lehrer sagt, was deine Verwandtschaft sagt, was vielleicht die Behörde sagt. Das ist vielleicht die Realität, was die sagen. Mir fällt gerade ein, ich war Physio wegen meiner Wirbelsäule und da ist eine Frau, die das macht und aus Polen. Und sie sagt, ich habe in Polen habe ich den Beruf erlernt, ich lebe für diesen Beruf. Und dann kam ich nach Deutschland zu einer Behörde und habe gesagt, ich möchte diesen Beruf weitermachen. Und der Mann dort in der Stelle hat gesagt, Polen sind lauter Putzfrauen. Das ist dann so ein Bild, versteht ihr? Das ist so ein Bild, wo dann kannst du dich wieder identifizieren und kannst du sagen, vielleicht hat er doch recht, so fängt's an. Und dann hörst du einen Bericht, er hat doch recht und der hat recht und der hat's gesagt. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Ich bin in Deutschland nochmal auf die Schule gegangen, habe den Beruf nochmal neu gelernt und führe ihn mit Begeisterung aus. Und das merkt man, die hat es wirklich drauf mit der Physio. Und ich sagte, gib nicht auf. Gib nicht auf. Male wirklich dein Bild, das Bild von dir mit den schönsten Farben. Wisst ihr, da gibt es auch Gold und Silber. Und da gibt es auch Farben, die gibt es auf dieser Erde gar nicht. Male das Bild, wie Gott dich sieht in deinen Verstand und du wirst ein ganz anderes Leben haben. Amen. Gib Gott die Ehre. Ja.